Was? So ein süßes Ding soll ein Monster sein? Oh, oh, auf geht's. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen coolen Folge von Miitopia. Hier auf Katze. Ja gut, ob die Folge cool ist, das müsst ihr entscheiden. Aber ich gebe mir Mühe, hier im Spiel voranzukommen und mit meinen Improvisationskünsten für etwas Spaß zu sorgen. Ja, glaub mir, ich gebe mein Bestes. Die Stimmung ist wegen der langen Reise allerdings angespannt. Passt bloß auf! Selber! Oh nee, jetzt müssen die sich auch noch streiten. Ich habe doch gerade eben erwähnt, dass die Folge cool wird und dann müsst ihr euch hier fast schon fetzen. Was ist denn los? Damit ist das Fass wohl für beide übergelaufen. Na, das nenne ich echt mal Freundschaft fürs Leben. Naja. Eine Goldkiste. Und, was ist da drin? Was ist da drin? Ein Dolch der Nacht. Das ist ein Item für Nenterik. Ah, nicht schlecht. 7 Angriffspunkte mehr. Das kann nicht schaden. Und im Fall der Fälle für den nötigen Schlag sorgen. Für den nötigen Schlag, um einen Gegner zu besiegen. Aber jetzt sind wir erst einmal wieder zurück im Gasthaus. Da können wir uns kurz erholen. Und mal sehen, was Tutti und Gottfrieda so machen. Gottfrieda, hier ist ein Wasser. Ja, zum Glück. Ich dachte, er hat schon wieder eine Karotte und einen Apfel. Das kommt irgendwie gefühlt in jeder Folge vor. Das ist wie so Slapstick-Comedy. Die zwei treffen sich ständig, um irgendwas zu machen. Jetzt bin ich klatschnass, oh Manno. Ja, wenn Gottfrieda mal wieder so wild aus dem Eimer trinken muss, ich weiß ja nicht. Aber gut, sollen sie doch machen. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue mal nach dem Team. Ich wollte eigentlich mal wieder so ein bisschen durchwechseln, aber lassen wir das erstmal und laufen weiter. Ich tausche jetzt mal. Mache ich ja eigentlich immer zu Beginn einer Folge. Jetzt mit einer kleinen Verspätung. Und so ist es, glaube ich, ganz cool von den Charakteren, die jetzt dabei sind. Ich laufe mal hier weiter. Wir brauchen ja bestimmt einen Schlüssel oder irgendwas oder irgendetwas, um das Tor zu öffnen. Ah, das war eine erholsame Nacht. Das ist so toll. Wo sind wir denn hier? Welchen Hebel? Links oder rechts? Ich nehme mal den rechten Hebel. Und? Nein! Da kam ein Geowatz herunter. Linus ist im letzten Moment ausgewichen. Ja, Gott sei Dank. Das hätte auch ganz schön schief gehen können. Gut gemacht, Linus. Hat hier gerade jemand gepupst? Bestimmt Katze. Entschuldigung, ich habe zu viele Linsen gegessen. Ich habe eine Frage. Und zwar, bekommen Panzer auch Hunger? Ich schon. Aber ob das nur an meiner Klasse liegt? Ein Panzer wäre in dem Fall aber auch ein Gegenstand. Und Gegenstände können keinen Hunger verspüren. Auf geht's, Leute. Lieber nichts überstürzen. Was ist denn jetzt los? Zwei Mäuse. Ich finde die linke Maus ja total putzig. Zeit für eine Mega-Explosion. Nimm das. Boom. Und jetzt Impuls von unserem lieben Tutti. Aber wie man sehen kann, gibt es hier noch viel zu erledigen. Mann. Linus nochmal. Feuer frei. Ah, okay, wir müssen dranbleiben. Wobei, so viel Energie haben sie nicht mehr. Mila bietet ihre Hilfe an. Na komm, dann reicht das aus. Ja, beide besiegt. Nicht übel, oder was? Wenn das mal nicht super funktioniert hat, hey, dann weiß ich auch nicht. Bonus-Erfahrungspunkte. Die gebe ich mir selbst. Nein! Ich dachte, ich erreiche Level 21 direkt. Deswegen habe ich sie mir selbst gegeben. Obwohl ich ja eigentlich ein paar Level höher bin. Naja, was soll's. Trubbeldi-Trubbeldei, da ist eine Silbertruhe. Ein Türschlüssel. Das ist bestimmt für diese mysteriöse Tür in der Mitte des Turms. Und da ist das Gasthaus. Ja, wunderbar. So können wir gleich mal dieses Tor öffnen. Denn ich wüsste sonst nicht, wofür dieser Schlüssel sein soll. Das kann tatsächlich nur für das Tor sein. Und da oben die zwei haben die immer noch Streit, Aiden und Jonas. Mann. Hey, Vivian, Franzi, aufwachen.
Was machen wir denn jetzt mit den zwei? Oh, ich glaube, die wollen sich vertragen, oder? Gucken wir mal. Aiden? Was? Ich finde, wir sollten uns wieder vertragen. Ja, denke ich auch. Und die zwei freuen sich einfach, machen diesen lustigen Move. Ich wüsste gar nicht, wie der gehen soll. Also dieses Rumwatscheln. Typisch Miitopia. Wir watscheln herum und sorgen für gute Laune. Okay. Ist doch toll. Ist doch wunderbar. Wie geht es den zwei? Mal sehen. Tada! Mal wieder einen Apfel und eine Karotte, so wie in jeder Folge. Gottfrieda denkt sich, immer das Gleiche. Na gut, ich esse einfach einen Apfel und dann ist gut. Heute gibt es ja schon wieder eine Karotte für mich. Oh Mann, das nächste Mal bringe ich die Karotte mit und esse den Apfel aber vorher, Gottfrieda. Sei mir dann ja nicht böse, ja? Gute Freunde. Cool. Dann würde ich sagen, wir können weitermachen. Auf geht's! Setzen wir die Reise fort und schauen mal, wie es im Laufe des Abenteuers weitergehen könnte. Ich suche hier nach Juwelen und habe so das Gefühl, dass wir jetzt hier keins finden werden. Hier geht's nicht weiter. Was wohl in diese Öffnung passt? Moment mal! Haben wir nicht vorhin einen Schlüssel gefunden? Stimmt. Und dieser passt sogar. Tada! Wir können weiter. Yay! Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Und das machen wir natürlich auch. Da oben ist das Ziel. Und da finden wir wahrscheinlich den Mäusekönig, oder? Also irgendetwas. Irgendein Monstrum, welches wir besiegen dürfen. Um dann diese Challenge, diese Aufgabe zu erledigen. Und jetzt kommt er bestimmt. Oh, da vorne! Irgendwie ganz süß und putzig, oder? Auf geht's! Machen wir dieses Ding platt. Hey, versteck dich nicht. Eine Wildmaus. Ich will ja nichts sagen, aber so richtig furchteinflößend sieht sie nicht aus. Und ich hätte mich ultrifizieren sollen. Egal, in der nächsten Runde dann. So, jetzt wird hier vor Tutti angegeben mit Mila. Hey, alles in Ordnung, Mila? Katze. Hey, alles ist wunderbar. Oh, wow. Diese Schweifangriffe sind echt nicht übel. Wir sollten gut aufpassen. Wunderbar. Das waren schöne Angriffe. Und jetzt... Tadada! Für Tutti und für Mila. Wir sind wieder ausgestattet. Jetzt wird ultrifiziert. Hauen wir doch mal richtig auf den Putz und zeigen diesen kleinen Mäuschen, wie stark wir wirklich sind. Wir haben die super coolen Angriffe drauf, die eine Maus nicht parieren kann. Die sind so stark. Da wird das Mäuschen früher oder später schon noch besiegt werden, oder? Zumindest hoffe ich das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen weitermachen. Ich weiß, Linus. Okay, Zeit für meinen Superangriff. Ich biete dir meine Hilfe an. Super. Feuer frei. Wow, Linus. Das war ja mal richtig, richtig gut. Das war mal ein richtig starker Angriff. Und ich erreiche jetzt endlich Level 21. Und Bonus-Erfahrungspunkte dürfen nicht fehlen. Die kriegt Mila zugeschrieben. Damit erreicht sie Level 17 und leider kein neuer Angriff. Juhu! Hä? Was ist mit all den Monstern passiert? Die haben wir platt gemacht. Was, echt? Was für eine Erleichterung. Wie kann ich mich nur bedanken? Ah, ich weiß. Nimm das. Ja, Käsekuchen ist immer lecker. Vielen Dank nochmal. Der König wird sich sicherlich auch freuen. Tschüss. Du hast die Quest von Bowser abgeschlossen. Und Bowser kam einfach in den Turm rein und hat sich hier umgesehen, oder wie? Sehr, sehr cool. Der hätte uns ruhig unterstützen können. Der hätte doch mitkommen können. Wobei, als Bürgermeister, was hast du da für Angriffe? Nein, ein Notfall. Was ist denn diesmal wieder los? Diesmal hat sich Nils erkältet. Puh. Tut mir leid, Nils. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund.
Aber dafür gibt es 2 Level-Ups. Na, immerhin ein kleiner Trost. Wenn auch dieser Trost nicht wirklich für Nils ist. So, Linus und Mila, neues Level, sehr toll. Und natürlich auch gerade eben Vivian und Franzi, die sich soeben auch unterhalten. Mal sehen. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Jetzt bin ich aber gespannt. Tada! Hey, 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 Franzi, du könntest mal darüber nachdenken, deine Haare zu färben. In lila natürlich. Man erkennt dich kaum wieder. Oh Mann. Wie so ein Mädchenabend, ja? Irgendwann so im Teenie-Alter, so junge Erwachsene, die treffen sich, Nägel lackieren und plaudern über Jungs und was man eben so macht. Sollen wir an den Strand gehen? Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Alles gut. Schön. Dann mal los. Dubi, 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 dai, dai. So, sind wir auch schon hier. Ups. Ah! Fall erwischt. Hey! Wasser, Wasser, schön planschen. Und sie erreichen Level 4. Sie sind nun Bekannte. Cool. Ich glaube, mit diesen Errungenschaften sollten wir unsere Reise nun ein bisschen fortsetzen und die nächste Challenge angehen. Wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir können eigentlich auch mal mit Angela Merkel sprechen, oder? Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht sagt sie irgendwas Besonderes. Hallo Angela Merkel. Na? Und? Hast du das Juwel gefunden? So ein komisches Ding. Willst du wirklich haben? Du bist schon komisch. Finden sie? Naja, wie auch immer. So, Bowser haben wir geschafft. Dann geht es zu Sailor Moon. Hallo Sailor Moon. Alles, was wir zu essen kriegen, ist Salat. Jeden Tag immer nur Salat. Ich hab die Nase voll. Es wird Zeit, dass es auch mal was Süßes gibt. Oh, hey du da. Hör zu, es ist wichtig. Es gibt eine super süße Süßigkeit. Sie ist versteckt an einem geheimen Ort im Flammenberg. Ich gehe dorthin und du kommst mit. Okay, nichts wie los. Der Flammenberg wartet auf uns. Die Quest von Moon wurde angenommen. Genau das wollte ich von dir hören. Also, machen wir uns auf den Weg. Na dann, heute hopp. Weiter geht die Reise und zwar diesmal nach Flammenberg. Da haben wir ja damals den dunklen Fürsten getroffen. Aber da oben ist ein Spalt, ist ein Riss im Gebirge. Und da gibt es wohl eine ganz besondere Süßigkeit. Na dann wollen wir doch mal nachsehen. Rein in dem Vulkan. Eine ziemlich heiße Angelegenheit. Na dann. Auf geht's, Abmarsch, Freunde. Und Sailor Moon ist sogar wieder dabei. Irgendwie klang das so in der Konversation, als würde sie uns gar nicht kennen und uns das erste Mal treffen. Statt irgendwie zu sagen, hey, schön, dass es euch gut geht. Ist alles okay? Wie lief so in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, wie auch immer? Wollt ihr mir nicht helfen? Und stattdessen hat sie nur gesagt, hey, ihr da, ich brauche Hilfe. Kommt ihr mit? Ja, okay. Aua, ich bin gestolpert. Mag mir wer helfen? Linus, du vielleicht? Hey, alles okay, Katze? Dankeschön, ja, alles gut. Katze ist ihm dankbar. Cool. Und neues Level erreicht. Gut, dass wir Linus ausgesucht haben, was jetzt reiner Zufall war. Ich wusste nämlich nicht, dass wir kurz davor waren, ein neues Freundschaftslevel zu erreichen. Auf Reisen 10.01, Freundschaft! Oh, Mila, da sagst du was wirklich Gutes und Wertvolles, denn du hast vollkommen recht. Und ein MP-Bonbon erhalten. So. Dann weiter geht's. Zeigen wir, was wir drauf haben. Und da kommt schon ein Gegner. 2 Exos. A und B. Probier mal Megafeuer. Statt beide anzugreifen, greife ich mal nur einen an. Wobei die große Explosion, glaube ich, besser ist. Also diese Mega-Explosion. Einfach mit dem Wissen, dass man mehrere Gegner gleichzeitig angreifen kann. Aber jetzt gibt's Heilung Echse.
Eine Fähigkeit von Titus, die auch supportiv ist. Gibt's das Wort überhaupt? Also sehr, sehr unterstützend wirkt. In dem Fall heilt sie uns, wie man sehen konnte. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr praktisch. Aber noch haben wir es natürlich nicht geschafft. Komm, 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 komm. Wir schaffen das auch gegen diesen Echsenmeister. Vielleicht mit Gottfrieda. Reitangriff. Und bumm, 81. Komm, Gottfrieda. Gottfrieda muss auch irgendwie stärker werden. Liegt das am Freundschaftslevel? Naja, was soll's. Wir müssen mal wieder Hopp-di-Hopp einsetzen. Oder Hüle-Hü. Holle-Hü. Holder-Hü. Wie heißt der Angriff noch gleich? Egal. Wenn es soweit ist, dann werde ich diesen auch einsetzen. Ist ja klar. Aber erst einmal erreichen wir ein Gasthaus. Und dort werden wir uns natürlich auch erholen. So, rein mit uns. Bisschen erholen. Für Tutti und Gottfrieda gibt es ein neues Level. Sie sind enge Freunde. So. Und Gottfrieda vermisst Linus. Oh Mensch, ja, kein Problem. Jetzt könnt ihr euch wieder unterhalten. An den Zähnen eines Pferdes kann man sein Alter ablesen. Ach, tatsächlich? Wieder was gelernt. So. Wie alt Gottfrieda wohl ist? Gottfrieda, magst du deine Beißerchen zeigen? Nein? Na gut, dann eben nicht. Level 9. Irgendwie sind sie Freunde geworden. Cool. Dann sind wir soweit gut ausgestattet, hätte ich gesagt. Auf geht's. Setzen wir die Reise fort und schauen mal, was wir noch so entdecken werden hier im Flammenberg. Es geht nun nach oben oder nach rechts. Ich laufe mal nach oben. Hier bin ich sicherlich auf der richtigen Spur. Und das ist die richtige Adresse, um diese ganz besondere Süßigkeit zu finden. Hier haben wir 2500 Goldtaler. Wertvoll. Sehr, sehr wertvoll für uns, da die ganzen Ausrüstungen und Kleidungsstücke mittlerweile auch sehr teuer geworden sind. Finde ich zumindest. Trubbeldi, Trubbeldei. Na, was ist das für ein langer Weg? Eine goldene Truhe, wow! Bitte, bitte, irgendwas Cooles. 5 Spielscheine. Naja, es gibt durchaus bessere Sachen. Aber hey, ich sollte mich nicht beschweren. Schon das Gasthaus erreicht? Okay, ich habe so das Gefühl, wenn man eine Kiste auf der Karte erreicht, kriegt man lediglich 1-2 Kisten und darf gegen keine Monster kämpfen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so wild. Man kämpft ja gegen genügend Monster im Spiel, aber trotzdem. Aber trotzdem, ist ja ganz nett. So, mal sehen, wie es den zwei so geht. Huhu. Tada. Nur für dich, Gottfrieda. Ich habe gehört, Tutti füttert dich auch immer mit Karotten oder Äpfeln, nicht wahr? Aber was magst du denn? Äpfel? Dann gibt's für mich wohl heute eine Karotte. Naja, Karotten sind auch gesund und schmecken ebenfalls. Leckeres Gemüse eben. Ba-ba-da-ba. Und sie erreichen Level 10. Ja, das geht gut voran. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen noch in der Spielhalle einmal dieses Roulette-Spiel. Und ich hoffe, ich kriege ein schweres Kaliber. Nee. Sieht aus nach Käsekuchen. Naja, Käsekuchen ist ja auch lecker. Komm, noch einmal. Schweres Kaliber, bitte. Naja, immerhin 3 Ausflugtickets. Besser als nichts, kann man mal so sagen. Auf der rechten Seite gibt es weitere Videos für euch. Wenn ihr da drauf tippt, könnt ihr euch noch ein weiteres Video angucken. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dazu müsst ihr nur auf das Katzensymbol tippen und dann auf den roten Knopf abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Würde mich riesig freuen. Na dann, bleibt katztastisch!